7:59 a.m. Na toll. Jetzt ist das Ding wieder abgefallen. Naja, sollte bis zur Arbeit halten. Da muss ich mir dann mal was überlegen, wie ich diesen Konverter richtig dran kriege. Weil der klebt mit diesen M3-Klebestreifen nicht. Was er eigentlich tun sollte. Aber er will nicht. Ha. Scheiße war's. Das Ding klebt aber auch null, ne? Ja. Egal. Das ist dann so. Fest ist er ja. Ja, und wie ihr seht, Hamburg eine Riesenbaustelle. Ganz ehrlich, da sind so viele schon genervt, das geht ihnen so auf den Sack. Ja, du hast ja an jeder Ecke eine Baustelle. Eigentlich, sagen wir mal so, gibt es in Hamburg gibt's eigentlich nichts, wo keine Baustelle ist, sagen wir mal so. Wenn ich mal nichts sammel oder erzähle, dann nicht wundern. Wie gesagt, bin immer noch relativ müde. Und zum anderen muss man sich ja auch höllisch auf den Verkehr konzentrieren. Gerade auf der Strecke hier. Da hast du gestern wieder gemerkt. Wir sind zum Teil Leute unterwegs, die gucken nicht, fahren von links nach rechts, ziehen einfach raus. Deswegen bin ich meist in der Stadt etwas langsamer unterwegs. Das ist mir lieber. Meine Nase, ey, das ist echt feierlich. Kommt man sich vor, als hätte man wieder so eine nette Pollenallergie. Aber hinter mir ist schön Platz. Also im Moment geht's. Echt cool. Ich mag das, wenn sie einem nicht so auf die Pelle rücken. So, dann haben wir wieder rot. Jo, wir haben wieder rot. Jo, mein Motor. Wie ist die Dinger? Motor? Naja, auf jeden Fall so komisch, ach, Moja, genau. Komisches Elektro-Ding, was einem eigentlich nur auf den Sack geht. Also, die hörst du nicht. Und dann kommen sie mit ihrer riesen Schrankwand irgendwo raus. Ah, nicht schön. Aber was soll's, da müssen wir uns dran gewöhnen.
wenn es die Grünen dann doch irgendwann mal schaffen sollten. Wer weiß, was wir denn für Motorräder fahren. Ne? Wahrscheinlich umgebaute Wäschetrockner oder so. Irgendwie so weit. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch über sowas schon mal Gedanken gemacht habt. Einen schönen neuen Wagen. Ja. Betrieben aus Windmühlenstrom. Das soll ja richtig in sein im Moment, ne? Weißt du, was mich nervt? Wenn Leute beim Fahren mit dem Fuß ständig auf die Bremse gehen. Ja, man kann sich auch zum Vordermann ausrollen lassen. Aber dieses ständige Angebremse, du weißt nie, was will er jetzt machen? Will er jetzt bremsen? Will er nicht bremsen? Fährt er weiter? Bleibt er stehen? Also, es ist... Ja. Ja, super. Oh, Mann. Was ist denn hier schon wieder los? Kinders, weiterfahren. Naja, wohl nicht sein, ne? Ah, die Schrankwand fährt rüber. Da will bestimmt da, wo ich hin will. Steife Brise. Which. Ach, was ist das schön. Renngazelle. Uhu. Ach, Mann. Moin. So, und schon wieder rot. Da kommst du gerade in Fahrt und es ist schon wieder rot. Aber wenigstens ist es nicht so voll. Total, das hat auch was. Oh ja.
getan, der Bus. Will er rüber? Nö. Natürlich nicht. Aber echt schönes Wetter, muss ich wirklich sagen. Sau geil. Sonne und Horido. Wenn man bedenkt, mal wieder einer der Tage, der wenigen Tage, die jetzt noch bleiben zum Fahren. Weil es ja doch jetzt langsam Herbst. Naja. Und heute Morgen, ganz ehrlich, das war so arschkalt. Losgefahren, da waren es glaube ich 8, 9 Grad. Durch den Garten gestapft, durch den Tau. Und ich glaube, das dauert doch nicht mehr lange. Dann haben wir nämlich richtig, richtig schönen Bodenfrost, ne? Und dann wird das mit dem Motorradfahren eh weniger. Ja. Aber das dauert wohl noch ein bisschen. Oh nee, ich mag nicht neben Hänger fahren. Neben Hänger fahren ist doof. Oh, doof. Finde ich nie schön. Die gucken nämlich nicht nach hinten. Weißt du, und dann sagen sie, oh, ich möchte jetzt aber mal schnell hier rüber und dann haben wir ein Problem. Ja. Ist das denn hier schönes? Ein HSV-Roller. Mal langsamer machen, ne? Wir dürfen ja hier in der Stadt nicht irgendwie mit 80 rumdollern. So. Ja, 40 aber auch nicht. Warum? Warum? Das tut doch nie Not. Das tut auch nicht Not, dass ihr hier so rumoxidiert. Das tut auch nicht Not. Nein, nein. Wie ist denn wieder Verkehrschaos? Es kommen zwei kleine Wölkchen sind weg. Es kommt die Sonne raus. Das Hirn wird warm und schrumpelt ein. Und schon fahren sie wie die Bescheuerten. Guck mal, der zieht rüber. Siehst du das? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wieder ein Pindberger. Haben wir auch gemeistert, ne? Ja, wenn man so einen dicken, fetten Porsche vor sich hat, das ist wie panzerfrei. Jo. Ah, ist das schön. Eigentlich müsste ich nur eine kleine extra Runde drehen, ne? Müsste ich mir echt mal überlegen. Vielleicht heute Nachmittag oder so? Mal gucken.